Hallo Freunde, herzlich willkommen zu einer neuen Aufnahmesession Let's Play Dead Space. Das Ganze mit mir, dem Shark. Und ja, wir sind wieder zurück auf der Krankenstation. Tja, da hat sich schon irgendjemand eingenistet. Jetzt muss ich noch mal ganz kurz gucken, wir müssen da durch und dann haben wir so einen kleinen Fahrstuhl runter. Ja, kriegen wir schon hin. Easy going. So. Problem ist, ich habe echt keine Ahnung mehr, wie das hier aussah. Erst nachladen. 14 Schuss. Hammer geil. Wie viel haben wir denn insgesamt noch? Ja, noch 30 Schuss mit dem Ding. Ich würde sagen, ich möchte mal ganz einmal die hier beim nächsten Gegner ausprobieren. Da kommt aber jetzt bestimmt irgendwas. Ja, sicher. Muss doch so gut sein. Alles vorbereitet. Ah, guck mal, da ist er. Bam. Hä? Wie jetzt? Ja, sicher. Boah, die fetzt aber gut. Ja, alles klar. Dann nehmen wir erstmal einen Ripper. Alter, verdammt. Alter. Boah, leck mich, Leute. Das ist ja auch nicht lustig, ey. Der hat gar nichts fallen lassen, was soll das denn? Mann. So, was haben wir hier noch? Ah, nix mehr. Okay. Stasi-Station. Oh, Stasi-Station ist sehr schön. Können wir es mal auf. Warum ist denn unsere Health-Leiste so im Arsch? Hat der uns einmal getroffen und deswegen so viel Schaden macht dieses Drecksviech? Alter Vater. Hä? Evacuate this area immediately. Ach doch, ja sehr. Hier kann ich mich dran erinnern. Das Ding, das mussten wir doch da verschieben, dass wir dann da oben lang können. Ja, und hier war auch so eine... ich weiß immer noch nicht, ob ich da rein soll. Haben wir einen Energieknoten? Nee, das haben wir auch gar nicht. Warum ist hier auf den Sack gehst? Lass mal ganz schnell alles ab hier. So. Geht denn eigentlich mit dem Ding ab, ey? Sünn, sünn, sünn. Wo müssen wir jetzt lang? Ach so, wieder da hoch. Was ist das denn? Da will ich aber den dafür. Machen wir mit dir. Was ist das denn? Hör auf. Lebt es noch? Ach, ist ja widerlich. Was müssen wir mit dir machen? Alter. Ey, aus. Oh Gott. Ja gut, dann nehmen wir für dich jetzt doch mal den hier. Einfach, weil wir es können. Der lebt ja noch. Wir ziehen dem ja überhaupt nichts ab hier. Komm, jetzt nehmen wir einen Ripper. Oh, egal. Den Tentakel wegmachen. Na. So. Ja, aber komm, wie viel will er noch aushalten hier? Ey, Leute, jetzt ist langsam Ende mit Lustig. Das ist ja wohl ein Scherz, ist das. Verreckt hier gleich bei diesem komischen Drecksding. Sorry, dass ich gerade ein bisschen wenig rede, aber... So, jetzt haben wir ihn aber. Verrecke doch. Mein Gott, sowas, das nervt. Jetzt haben wir gerade mal wieder halbwegs gut
an Muni gehabt für einen Plasma-Cutter. Aber jetzt haben wir nur noch 8 Schuss. Der ist doch für den Arsch, ey. Ich will nicht immer mit diesem verkackten Ripper rumlaufen. Ohne Spaß, ey. Ich kaufe mir im nächsten Shop, da kaufe ich mir was anderes dafür. Kommen wir hier Strahlenkanone oder irgendwie sowas. Ey, das ist doch echt ein Witz. Können wir einen Gegner und dann müssen wir da wieder 25 Schuss draufballern. Das ist doch nicht mehr normal, oder? So, müssen wir jetzt hier lang? Ja, müssen wir. Na, Tobisse. Na komm. Jetzt schieße ich hier einfach die ganze Rippermunition, ist mir doch Wurst. So, was ist denn hier am Start? Das müssen wir bestimmt so machen. Dann können wir so und so. Ja, sehr schön. Infidels, das habe ich glaube ich letztes Mal schon gesehen. Okay, war das letztes Mal auch schon da? Ich weiß es nicht. Wie viel Schaden uns die Scheiße jetzt gemacht hat? Das ist doch... ernsthaft, ey. So. Du bist in der Nähe der Chemiestation. Sobald du die Chemikalien hast, brauchst du auch eine DNS-Probe des außerirdischen Gewebes. Ich werde die Aufzeichnungen mal diesbezüglich durchsehen. Wir haben ja nichts mehr im Inventar. Gar nichts. Oh, Scheiße. So, erstmal speichern. Den Scheiß, den wir jetzt hier gebaut haben. Stimmt, aber hier war rechts, glaube ich, dann die Tür, wo wir letztes Mal noch nicht rein konnten. Genau, da sind wir nämlich letztes Mal hier geradeaus. The marker will save us. Put back irgendwas. Don't look back. Alles klar. Okay. Da. Chemisches Forschungslabor. Achso, wir dürfen wieder aufzufahren. Chemical Research Lab. Ah, alles klar. Wo? Links, rechts, hinter uns, vor uns? Da. Okay. Was haben wir denn hier? Von Dr. Charles Mercer. Ich habe jetzt einen lebendigen Probanden für meine Studien. Ich kann es kaum erwarten, meine Gewebe-Regenerationstheorie zu validieren. Anfangs war es schwierig, ihn ruhig zu stellen. Aber jetzt scheint es ihm gut zu gehen. Er vertraut mir, Dr. Kain. Er hat sein Leben mir anvertraut. Er versteht, welche Rolle er einnimmt. Versteht, was ich tue. Die Stirn wurde desinfiziert und markiert. Und ich versuche jetzt, einen Kanal zu schaffen, durch den ich das Gewebe einführe. Kranker Scheiß, hat der dem gerade ein Loch im Kopf gebohrt? Bildgebende Diagnose. Okay, da kommen wir dann wieder zurück, denke ich mal. Was haben wir denn hier noch? Ja, können wir da irgendwie rein? Nee, scheint nicht so. Warte, da müsste noch irgendwas sein, oder? Okay. Check ich nicht so ganz, aber da ist auf jeden Fall irgendwas. Na ja, gut, dann gehen wir jetzt erstmal. Genau, hier rein. Und haben wir. Was bist du denn? Okay. Ach Leute, verarscht mich nicht. Der kommt doch da gleich raus, oder? Dann noch mal so ein. Jetzt haben wir hier ein Schema für. Hallo? Ach, nee, Credits. Energiekanone, alles klar, haben wir dafür schon mal Muni. Okay, die sind hier in irgendwelchen Tanks aufbewahrt. Dann haben wir einen Energieknoten. Alter, was ist das denn für ein fettes Gerät, ey? Was müssen wir denn jetzt eigentlich hier machen? Achso, wir müssen da drauf drücken, dann kommt der raus. Ja, alles klar, das warten wir noch ein bisschen. Hier ein Medipack klein, das nehmen wir mit. Und, na, komm. Ich auch noch. Plasma-Energie und Plasma-Energie, sehr schön. So, haben wir hier irgendwas noch hinter? Nein.
Ja, jetzt bleibt uns wohl nichts anderes, als darauf zu drücken, wa? Was haben wir denn jetzt für ein Plasma-Cutter? 14 Schuss und haben wir noch was im Inventar? 6 Schuss, ja, dann bleibe ich jetzt erstmal wieder. Ne, wir bleiben beim Ripper. Anfrage wird bearbeitet. Bitte warten. Mischung des Antigens beendet. Bitte Kapsel entnehmen. Ihr macht das aber ganz spannend hier. Was? Wie bist du denn? Ihr Kampf ums Überleben ist bewundernswert, aber sinnlos. Und doch machen sie weiter. Fast möchte ich glauben, wir hätten Hoffnung, unsere Spezies. Bin ich der Einzige, der sehen kann, dass wir vor langer Zeit ausgestorben sind, es nur noch nicht akzeptieren konnten. Sie hören sich auf, herumzulaufen, zu kämpfen. Unsere Zukunft, ihre Zukunft, die Zukunft unserer sterbenden Rasse endet hier. Gestatten Sie mir, Ihnen die Nachkommen der Menschheit vorzustellen. Die Kinder, die uns ersetzen werden. Unsere größte Schöpfung. Ist klar. Und wann kommt er raus? Ja, guck mal da, da zappelt er. Komm! Oh. Beinchen weg. Alter! So, Beinchen weg. Ärmchen weg. Ey, du bist aber hartnäckig, ey. So. Erstmal nachladen. Sehr gut. Kommt er jetzt auch noch raus? Was ist mit ihm los? Ist nicht euer Ernst, oder? Du kannst es nicht töten, Isaac. Es regeneriert sich immer wieder. Verschwinde da bloß. Mach schon! Ist nicht euer Ernst. Können wir hier raus? Ja. Los, lass mich raus! Da lang. Da lang. Kommt der jetzt eigentlich hier durch? Der kommt hier nicht durch. Ist ja geil. Alter Vater, ist das Ding hässlich. Kommt der tatsächlich nicht durch. Nice. Erstmal safe vor dem liegen. Alter Vater. Jetzt haben wir auch noch regenerierende Monster. Wo lang? Da lang, einfach raus hier. Ist da jemand? Wiederhole, Alter, ich komme. Ist da jemand? Helen, wo zum Henker waren Sie denn? Ich hab die Rettungsstation erreicht. Sieht übel aus hier unten. Kannst du mal atmen? Der organische Stoff liegt überall. Meine Augen brennen. Die hier Dinge. Alter! Okay, also. Boah, ist ja gar nicht ätzend, wenn dieses Viech jetzt die ganze Zeit hier rumblökt. Ist das eigentlich immer noch hinter uns her oder hat sich das jetzt verzogen? Ich hör's doch. Irgendwo ist das hier. Gehen wir jetzt noch einmal auf den Plasma-Cutter, da kriegen wir irgendwie keine Munition mehr, oder gehen wir jetzt erstmal, ach, auf Chinese, auf Stase, oder, ach komm, wir gehen jetzt erstmal auf die Rig. Ich will mal ein paar mehr Trefferpunkte haben hier. Jetzt steht der hinter mir, ich weiß es doch. Nee. Also. Alter! Boah, war das Viech gerade hier drin, oder was? Ist jetzt mal gut hier, auch mit kranker Musik und so einer Scheiße. Alter, ich höre es doch die ganze Zeit hier über uns rumstampfen. Weg hier. Berichten wird eine inaktive Probe auf der Intensivstation gelagert. Ein Dr. Mercer hat offenbar damit experimentiert. Ich versuche die ganze Zeit schon Hammond anzufunken, bekomme aber nur Rauschen. Isaac, du musst dich beeilen. Alter, am Arsch.
Wisst ihr was? Wir kaufen uns jetzt einfach. Ich weiß nicht, ob ich mir den hier oder den da kaufen soll. Ich will den Ripper jetzt loswerden. Der geht mir ziemlich auf den Sender. Ja, also Strahlenkanone oder Impulsgewehr. Da bin ich ja immer noch ein bisschen der Meinung, das ist Munitionsverschwendung, aber ich weiß nicht, teilweise kommen jetzt hier schon so viele Gegner, da wird einfach draufhalten fast schon am besten sein. Ja, keine Ahnung, ey. Kannst du uns noch was kaufen, ne. Wir könnten uns aber mal hier ein bisschen Plasma-Energie, 6 Stück für 1200, ja komm, dann nehmen wir erstmal 2. So, jetzt haben wir zumindest mal wieder ein bisschen Plasma-Energie. Dann nehmen wir mal das mit und das nehmen wir mit. Brauchen wir den? Keine Ahnung. So. Ja, lad mal nach. Was sagt denn unsere Situation? Die Situation sieht allgemein ziemlich kacke aus. So, wir gehen jetzt hier erstmal. Oh, ich habe ja was übersehen. Oh, guck mal, Energie. So, gehen wir jetzt erstmal speichern. Und machen wir dann hier, genau. So, wo lang sollen wir denn dann jetzt? Da links, okay. Ach, ja, ich weiß, wo das ist. Ich weiß schon, wo das ist. Aber Leute, ich würde sagen, das machen wir morgen, weil mir läuft gerade ein bisschen die Zeit davon. Ich muss nämlich noch einkaufen gehen. Und bevor die ganzen Geschäfte jetzt gleich zumachen heute Abend, dann... Ja, hilft nichts. Das machen wir morgen. Dann gibt es auf jeden Fall wieder eine 20-Minuten-Folge. Boah, ich habe das Gefühl, das Ding steht direkt hinter mir. Ja, wie gesagt, morgen gibt es eine 20-Minuten-Folge. Ich habe jetzt dann auch erstmal Urlaub. Heißt, ich kann richtig schön lange aufnehmen und für euch hier die Sachen fertig machen und alles. Also Leute, wir hören uns, sehen uns morgen wieder. Ich bedanke mich fürs Einschalten. Wir hören jetzt dieses Viech noch ein bisschen hier im Hintergrund grunzen. Also, bis morgen. Tschüss.